muss sagen, einer der größten Erfolge ist, dass ich 25 Jahre ohne Pause als Trainer arbeite. Das ist nicht selbstverständlich. Ich bin der Frenk Ignatovic, komme aus Serbien und ich bin Basketballtrainer. Was ist oder war dein Traumjob? Basketballtrainer. Als Kind wollte ich wie viele andere irgendwie Offizier sein oder am besten noch Pilot. Aber ich glaube, dass jedes zweite Kind diesen Wunsch hat. Und irgendwann, wo ich angefangen habe, Basketball zu spielen, war mir klar, dass ich gerne was im Sport mache. Wo siehst du dich beruflich oder sportlich in 3 Jahren? Also ich hoffe erstmal als Trainer. Und ich hoffe als Trainer in Gießen in die erste Bundesliga. Wie kommt man als Trainer an seinen Job? Ja, es gibt verschiedene Art und Weise, wie man als Trainer einen Job kommt. Die letzten Jahre leider durch verschiedene Agenturen und Hilfe von Manager. Ich kam an meine Jobs immer mit meiner Leistung und ich habe mir praktisch selbst alles organisiert. Und über die gute Leistung, die ich gemacht habe bei verschiedenen Vereinen, habe ich immer relativ schnell einen Job gefunden. Und ich muss sagen, einer der größten Erfolge ist, dass ich 25 Jahre ohne Pause als Trainer arbeite. Das ist nicht selbstverständlich. Würdest du dir als Trainer eine Art Jobbörse wünschen? Ja, wenn Kriterium zum Job bekommen genau der ist, den ich gerade angesprochen habe. Und nicht irgendwelche Manager und Agentur und Interessen. Nehmen wir zum Abschluss noch einen Glückskeks. Das mit Lesen wird nicht einfach. Da brauche ich die Hilfe von Lesegeräten. Aber die sind in der Hand. Ich probiere es. Nur zu, verwohn dich morgen. Was das bedeutet, muss mir eine. Verwohn dich morgen. Okay, das heißt. Sollte dich verwöhnen. Direkt heute auf die Arbeit gehen.